Hallo ihr Lieben, ich bin Angela, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch vor kurzem mal ein Video hochgeladen, in dem es um 10 Steps geht, die wir beachten können, um reine Haut zu unterstützen. Und zwar ganz unabhängig von irgendwelchen Kosmetikprodukten. Und einer dieser Steps war eine regelmäßige Gesichtsmassage. Und einer von euch oder eine von euch hat mir unten in die Kommentare geschrieben, dass ich diese Gesichtsmassage doch bitte einmal zeigen soll, denn ich habe die auch von einem anderen YouTube-Video adaptiert sozusagen. Und deswegen möchte ich diesen Wunsch natürlich sehr gerne erfüllen. Wir sind ja noch nicht so eine große Community, das heißt, ich schaffe es immer, alle Kommentare zu lesen, und wenn einer von euch einen Wunsch hat, dann erfülle ich den natürlich auch sehr gerne. Deswegen kommt jetzt dieses Video zur Gesichtsmassage. Kurz zum Anfang noch einmal, warum ich Gesichtsmassagen so toll finde. Und zwar können Gesichtsmassagen eure Gesichtshaut richtig schön beruhigen. Sie können sie durchbluten, dadurch sieht sie praller aus und es wirkt auch Stress entgegen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir jetzt wieder gesagt habe, ich muss mal wieder öfter eine Gesichtsmassage machen. Deswegen vielleicht hier auch ein kleiner Reminder an mich selbst mit diesem Video. Ich teile euch hier wie immer meine ganz individuellen eigenen Erfahrungen, bin natürlich auch gespannt auf eure. Ich habe die Massage das allererste Mal bei Hattie im Video gesehen. Ich verlinke es euch gerne einmal unten. Das heißt, ich habe ihre Massage, so wie sie sie kennengelernt hat und wie sie sie Step by Step erklärt hat, einmal nachgemacht und fand die richtig toll und so entspannend. Und ich habe sie jetzt schon wirklich, weiß gar nicht, 5, 6 Mal habe ich die bestimmt schon gemacht. Und deswegen möchte ich sie euch auch heute zeigen, weil sie mir so viel gebracht hat. Und man kann sie super abwandeln, individualisieren. Und ihr müsst sie nicht genauso machen, wie Hattie oder ich sie machen oder irgendwer anders, sondern ihr könnt euch da einfach auch Steps abgucken, die für euch besonders beruhigend und entspannend sind. Für mich ist eine Gesichtsmassage nämlich auch immer Me-Time. Also wirklich, ich nehme mir da Zeit für mich und es sind auch effektiv irgendwie nur 5 Minuten. Aber es entspannt mein Gesicht immer schön, es sieht immer schön glowy aus danach. Und heute konnte ich es besonders gut gebrauchen, weil ich mir vor diesem Video hier noch die Stirn und die Augenbrauen und die Oberlippe enthaart habe mit Fadentechnik und mit Waxing. Und ja, deswegen hatte ich ein paar Rötungen im Gesicht und deswegen kommt diese Massage gerade richtig, denn die Creme, die ich benutze, ist auch sehr beruhigend. Ich hoffe, wie immer, das Video gefällt euch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne. Eigentlich wollte ich das nicht mehr sagen, aber ich habe das Gefühl, dass weniger Menschen abonnieren, wenn man es nicht sagt. Also, wenn ihr Bock habt, dazu zu kommen, ich freue mich sehr und dann legen wir mal los. Step 1 ist, dass wir den Lymphfluss aktivieren, denn diese Massage ist eine Art Lymphdrainage. Wenn wir den Lymphfluss anregen, dann arbeiten die Lymphgefäße besser und die Lymphe kann besser fließen. Und um den Lymphfluss zu aktivieren, drücken wir sozusagen ganz sanft auf Punkte direkt über unserem Schlüsselbein. Also orientiert euch einfach dabei an eurem Schlüsselbein und drückt mit den Fingern in die Kuhle, die sich da drüber befindet. So, warum machen wir das jetzt ganz zu Anfang? Also die Hauptaufgabe unseres Lymphsystems ist der Transport von Giftstoffen und die Entwässerung unseres Gewebes. Wichtig, ich habe mich dazu nochmal belesen, also ihr braucht wirklich nur ganz, ganz sanften Druck. Also es reicht, wenn ihr in die Haut 2 bis 3 mm reindrückt, das reicht schon, um das Ganze zu aktivieren. Ihr braucht es wirklich nicht doll machen, und wenn euch irgendwas, auch nicht nur jetzt, sondern auch in der Massage, in eurem Gesicht oder irgendwo wehtut, dann lasst es. Also es soll auf gar keinen Fall einen Schmerz verursachen. Und warum macht eine Massage oder auch so eine leichte Drainage im Gesicht Sinn? Also wir haben einfach Flüssigkeitseinlagerungen im Gesicht, wir haben Schwellungen im Gesicht und die können dadurch eben besser abgetragen werden. Es kann auch dazu führen, dass wir weniger Hautunreinheiten bekommen, und man könnte es eigentlich, da es ja Giftstoffe abtransportiert werden in diesem Moment, auch als eine Art Detox-Massage bezeichnen. So, Hattie nimmt in ihrem Video eine teure Massagecreme. Ich habe hier aber eine ganz günstige Alternative, nämlich Panthenolsalbe aus der Drogerie. Ich nehme gerne Panthenol, weil es einfach mega feuchtigkeitsspendend ist, weil es unsere Haut beruhigt und Irritationen vorbeugen kann und weil es auch unsere Hautschutzbarriere unterstützt. Ihr könnt aber auch jede x-beliebige andere Creme benutzen. Wichtig ist hier einfach, dass wir unsere Haut mit der Massage nicht strapazieren, dass wir nicht daran reißen, dass wir nichts verletzen. Und deswegen sollte immer etwas, worüber wir schön gleiten können, über die Haut benutzt werden, wie zum Beispiel Creme oder Öl, oder nehmt irgendwas, womit eure Haut auf jeden Fall gut klarkommt und wo ihr der Meinung seid, dass diese Inhaltsstoffe für euch gerade perfekt sind. Wir nehmen also eine großzügige Menge und verteilen sie schön im Gesicht wie eine Gesichtsmaske. Ich habe hier allerdings ein bisschen zu viel genommen, also ganz so viel braucht ihr dann doch nicht, werdet ihr am Ende sehen, ich habe noch einiges auf dem Gesicht. Und dann geht's los. Also, wir bauen jetzt mal gemeinsam ein paar Schwellungen im Gesicht ab.
Wir arbeiten hier von oben nach unten, starten also mit der Stirn. Als erstes könnt ihr mit den Fingerknöcheln ganz sanften Druck auf eure Stirn ausüben, und zwar quasi von den Augenbrauen nach oben. Ich habe jetzt hier einfach mal 4 Punkte ausgewählt und mache das 2-mal hintereinander. Wie viele Punkte ihr genau im Gesicht jetzt bearbeitet bei den Steps, ist meiner Meinung nach gar nicht so entscheidend. Wenn ihr 5 Punkte machen wollt, macht 5 Punkte. Wenn ihr nur 3 habt, weil es angenehm ist, macht halt 3. So, dann habe ich mir nochmal 4 Punkte gesucht, schräg nach oben von den Augenbrauen aus. Und dann nochmal 3-4 Punkte von der Schläfe ausgehend. Und das mache ich alles 2-mal hintereinander. Dann kommen wir zur Augenpartie. Hier ziehen wir mit einem Finger eurer Wahl, ich habe jetzt hier den Mittelfinger genommen, Kreise um die Augenpartie einfach von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten, es ist egal, womit ihr anfangt, und einfach mit ganz leichtem Druck. Sobald ihr oben angekommen seid, lasst ihr eure Finger dann ganz nach unten gleiten und dann könnt ihr quasi euch auch vorstellen, wie die ganzen Schwellungen, Giftstoffe und so weiter abtransportiert werden in diesem Moment. Dann kommen wir zur Mundpartie. Hier formt ihr ein Dreieck mit den Händen und übt einmal Druck auf die Mundpartie aus, so wie ich das hier auch mache. Ich habe das jetzt so ungefähr 4-mal gemacht und das spüre ich zum Beispiel extrem in der Nasenpartie. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mit den Nebenhöhlen zu tun habe. Auf jeden Fall ist es so entspannt. Es drückt hier, also ich fühle es hier so viel intensiver als woanders in dieser Partie hier und es ist super angenehm. Als würde irgendwas meine Nebenhöhlen befreien, also ganz komisch. Ich kann es euch nicht anders erklären. Dann nehmt ihr euch als nächstes 2 eurer Finger und übt nochmal Druck auf euer Kinn, seitlich vom Mund und über der Lippe. Und dann kommt eine ganz witzige Nasenübung eigentlich. Dafür habe ich jetzt auch meinen Mittelfinger genommen. Und zwar sollt ihr 15 Mal um die Nasenflügel herumfahren. Wie gesagt, die genaue Anzahl ist hier nicht so entscheidend, finde ich. Und auch hier wieder, an einigen Stellen zum Beispiel empfinde ich den Druck als so angenehm, dass ich den Druck dann immer noch ein bisschen verstärke. Und an anderen Stellen mache ich es dann eben wieder ein bisschen sanfter. Jetzt brauchen wir wieder unsere Fingerknöchel. Und zwar geht ihr mit den Knöcheln bis zu euren Wangenknochen hoch, bewegt die Hände dann ein bisschen auf und ab und lasst wieder alles schön runtergleiten. Das ist auch etwas, was super angenehm ist, finde ich. Und jetzt kommt noch die Kinnpartie. Hier packt ihr quasi euer Kinn zwischen Zeige und Ringfinger. Also nehmt das Kinn zwischen Zeige und Ringfinger und dann streift ihr einfach nach außen weg. Das habe ich jetzt auch 2-mal pro Seite gemacht. Als nächstes legen wir unsere Wangenknochen in unsere Finger rein. Also ihr formt ein L mit eurer gegenüberliegenden Hand, legt den Wangenknochen richtig schön rein und übt nochmal 2-mal Druck aus. Ich bin mal sehr gespannt, falls ihr die nachmachen solltet, welche Partie bei euch am angenehmsten ist. Und zum Abschluss machen wir nochmal unser wunderschönes Dreieck um die Mundpartie. Diesmal streichen wir es aber, nachdem wir den Druck ausgeübt haben, nochmal alles richtig schön Richtung Hals runter. Wenn ihr mögt, könnt ihr am Ende dann auch nochmal die Nase hochstreichen und dann mit den Händen oder den Fingern an den Schläfen entlang runterfahren, nochmal bis zum Hals. Das mache ich am Ende ganz gerne. Und mein Gesicht fühlt sich danach wirklich sehr entspannt an. Also kennt ihr das nach normalen Massagen, sage ich jetzt mal, also Rückenmassagen zum Beispiel, ist es ja auch immer so, die Muskeln fühlen sich richtig bearbeitet an. Man hat das Gefühl, man ist super entspannt, beruhigt und man könnte einfach direkt einschlafen. Und so ist es hier halt auch. Deswegen mache ich die Massage auch gerne in der Abendroutine. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Creme jetzt mit einem sauberen, feuchten Waschlappen runternehmen. Oder wenn ihr es nachts macht und nicht so viel Creme genommen habt wie ich, könnt ihr die Maske natürlich auch über Nacht drauf lassen, ganz wie ihr mögt. Und da ich jetzt weiter gefilmt habe, habe ich die Creme natürlich jetzt mit lauwarmem Wasser runtergenommen. Und ihr seht, das Gesicht ist schön entspannt und richtig schön glowy. Und ja, ich mag die Massage einfach sehr gern.
Und das war's auch schon mit der Massage. Solltet ihr einige Steps davon oder die komplette Massage selber einmal ausprobieren, bin ich natürlich sehr gespannt, von euch zu lesen. Und dann freue ich mich wie immer, wenn wir uns in einem neuen Video ganz bald wiedersehen. Bis dann!